Wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 26. Februar 2024 und so langsam können wir die Wollsocken wieder ausziehen. Andreas, es war bannig kalt. Ja, heute Morgen hatten wir 19 Grad minus, es war noch dunkel. Ich war bei den Hühnern, die guckten mich auch erstaunt an. Die haben ja nur einen leicht geheizten Stall, sodass sie da gut leben können. Sind dann aber doch raus ins Gehege. Da haben wir so einen relativ starken Windfang drumherum, sodass der Windschild dich da direkt drauf drückt. Und dann waren sie doch zufrieden. Aber mittlerweile ist es richtig mollig warm geworden. Nur noch minus 4 Grad. Die Sonne scheint, stahlblauer Himmel. Das gleißende Weiß des Schnees spiegelt also die Sonne wieder. Der See in einem wirklichen traumhaften Himmelblau changierend. Ich habe das Gefühl, jetzt ist doch eine Eisdecke drauf. Obendrauf nach dieser Nacht spätestens ist da einiges zugegangen. Und wir erwarten jetzt ein paar wunderschöne Tage. Ich weiß, man hört ja immer nur schönes Wetter und so weiter. Zur Beruhigung, wir hatten vor ein paar Tagen, hatten wir einen ganzen Tag Regen. Aber ansonsten haben wir eben halt hier viel Sonne. Haben wir. Und es bleibt auch so, wobei ich habe gelesen, Donnerstag soll es wieder regnen. Darauf bereiten wir uns mental gerade schon ein bisschen vor, ohne natürlich an der Lebensfreude etwas abzukappen. Ihr Lieben, wir fangen an mit den Meldungen. Dänemark, Andreas, stellt jetzt auch die Ermittlungen über die Nord Stream-Sprengung ein. Das ist ja auch schon mit Schweden so gewesen. Die haben das ja auch schon zurückgenommen und haben gesagt, nö, da können wir hier nichts finden. Also klar, es handelt sich um vorsätzliche Sabotage, aber es bestehen keine ausreichenden Gründe dafür, ein Strafverfahren in Dänemark oder auch nicht in Schweden zu diesen Explosionen zu verfolgen. Das sagt Kopenhagen, das hat auch Schweden gesagt. Kann es sein, dass auf diese Weise mal wieder Geschichte geschrieben wird? So werden Geschichtsbücher eben mal geschrieben, ganz klar. Das hast du genau richtig beobachtet. Man hat erst mal mit Zeit ausgesessen. Eines können wir auf jeden Fall als mitdenkende Bürger jetzt ausschließen. Russland war es auf keinen Fall. Das war zwar die erste Meldung, die kam, aber auch die war wieder eine Fake News. Das haben wir quasi schriftlich, denn alle Dokumente, und ich denke da an Seymour Hersh beispielsweise, der Pulitzer-Preisträger, einer der ganz großen Journalisten, der ja eine Beweiskette angeführt hat, aber auch die ganz normalen Indizien eines mitdenkenden Menschen sprechen dafür, dass der Westen hinter der ganzen Situation steckt. Eins und eins bleibt immer noch zwei. Und so ist es ja sehr häufig. Es ging ganz schnell, als Nord Stream 1 und 2 gesprengt wurde und damit Deutschland von einer der wichtigsten Energieadern abgeschnitten wurde, was ja auch in den USA vorher angekündigt worden war und Herr Scholz es auch mitbestätigt hat und offenbar diese Meldung auch für all diese westlichen Regierungsleute gar nicht neu war, als sie kam, hatte man ja da sofort, wie du es gerade gesagt hattest, den Joker im Ärmel, der Putin war es, ist doch logisch, die Russen waren es. Und es hat sich dann rausgestellt, naja, es könnten auch eher die Ukrainer gewesen sein. Das kam dann aus westlichen Meldungen. Und diese ganzen Augenwischer-Manöver enden in einem Vakuum. Ja, also was mich erschreckt eigentlich ist, nicht, dass gelogen wird, nicht, dass Fake News verbreitet wird, nicht, dass die Propagandamaschine in Hochdruck läuft, sondern wie primitiv es abläuft. Das ist das Erschreckende. Es läuft so gnadenlos primitiv und erbärmlich ab. Und dann wundert man sich, dass die sozialen Medien so viel Zulauf haben, auch wenn natürlich eine große Masse von Mitläufern wie eine Hammelherde eben nur in die eine Richtung läuft, so wie sie es eben vorgegeben haben. Aber das ist schon alles sehr beeindruckend und wirklich historisch in dieser Zeit, in der wir leben. Man könnte sagen, in dieselbe Kapitelabteilung fällt ja die Meldung über den Tod des Kreml-Kritikers Nawalny. Also am selben Tag noch, als die Todesmeldung kam, erschien ja uneingeladenerweise seine Witwe vor der Münchner Sicherheitskonferenz und hat Putin den Krieg erklärt. Und natürlich war sofort wieder Putin schuld, haben auch alle dann im Westen gesagt. Herr Biden hat neue Sanktionen gegen Russland angekündigt.
Also USA sagen ungefähr 500 Sanktionen jetzt gegen gegen Russland, weil unter anderem eben Putin verantwortlich sei für den Tod von Alexei Nawalny. Jetzt kommen aber völlig andere Nachrichten. Im Mainstream findet man noch nicht so viel darüber, aber in freien Medien, ukrainischen Portalen zum Beispiel. Und hier gibt es eine Meldung, die ist von Express.at veröffentlicht worden. Es gibt auch ein Video dazu übrigens, das das Ganze zu bestätigen scheint. Und dem soll eben nicht so sein, sondern Herr Nawalny soll eines natürlichen Todes gestorben sein, heißt es. Und zwar, es sei weder ein Attentat noch irgendetwas anderes gewesen, sondern er sei an einem Blutgerinnsel gestorben, ohne Fremdeinwirkung. Und wer hat das gesagt? Kein geringerer als Generalleutnant Kyrylo Budanov. Das ist der Direktor des ukrainischen Militärnachrichtendienstes GUR. Und er wird auch von mehreren ukrainischen Medien zitiert. Und ich will euch auch das wörtliche Zitat wiedergeben, das er am Rande des Forums Ukraine 2024 vor mehreren laufenden Kameras abgegeben hat. Da heißt es: Ich werde Sie vielleicht enttäuschen, aber soweit wir wissen, ist er tatsächlich an einem Blutgerinnsel gestorben. Es ist mehr oder weniger bestätigt. Das ist nicht aus dem Internet entnommen, sondern leider ein natürlicher Tod. Tja, und vorher war ja offiziell gemutmaßt worden, dass Agenten des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB den gebrechlichen Zustand von Herrn Nawalny genutzt hätten und ihm deswegen nachgeholfen hätten. Na, es war ja nicht mal eine Mutmaßung, sondern das war ja schon eine richtige Verurteilung. Selbst Joe Biden, als es noch hieß, dass man gar nicht weiß, wo die Leiche ist, der wusste quasi schon, dass es so ist und dass sofort ein Sanktionspaket mit 500 weiteren Sanktionen gegen Russland gefahren wird. Es ist ja alles so unfassbar, was da gerade abläuft an diesen Manipulationen, die da stattfinden, die auch so offensichtlich sind. Und ich frage mich natürlich, warum ausgerechnet ein ukrainischer Funktionär in der Politik dort den Amerikanern damit so auf die Kniekehle tritt oder in die Kniekehle tritt und Herr Biden dadurch jetzt einknicken muss. Das ist offenbar auch ein bisschen damit begründet, dass USA ja nun die Ukraine vorgeführt haben. Sie haben sie die ganze Zeit vermeintlich unterstützt, übrigens auf Kosten Europas, aber jetzt im Prinzip lassen sie sie mehr oder weniger fallen und dass man jetzt an der Stelle sich fragen muss, woran liegt das? Und ich darf noch ganz kurz auf eines hinweisen. Wir haben eine Sequenz reingestellt aus der Sendung Hangar aus Österreich in Salzburg, Servus TV, Hangar 7. Und dort war Herr Kujat, einer der ganz ausgewiesenen Generäle AD der deutschen Bundeswehr, der mit einer hohen Beweislast argumentiert hatte in dieser Sendung, warum im März 2022 in Istanbul bereits Friedensverhandlungen abgeschlossen waren, denen Herr Selenskyj zustimmen wollte, aber die USA das Ganze verhindert haben. Es war für ihn sehr schwierig, es bietet sich an, das anzusehen. Das sind nur 4 Minuten, weil Herr Kujat regelrecht ausrastet, weil er von 2 rein emotional getriebenen Frauen, so meine Sichtweise, und einem amerikanischen Funktionärsunterstützer mehr oder weniger ausgebremst wurde. Das ist so eine wirklich auch bezeichnende, auch wieder so historische Dokumentation, wie zurzeit Fake News regelrecht produziert werden. Und Herr Kujat hatte große Schwierigkeiten, aber letztendlich war er, und das hat man ganz deutlich gespürt, völlig überlegen, weil man spürte, er wusste, wovon er redete. Hochinteressant, passt auch sehr gut in diese ganze Fake News-Geschichte des Westens. Ja, es ist der Geheimdienstchef Budanov gewesen. Aus der Ukraine, der also diese Nachricht veröffentlicht hat. Und du könntest natürlich mit deiner Vermutung richtig liegen, dass man einfach müde ist, auch in der Ukraine, die Nase voll hat, weil USA mal über Weihnachten die ganzen Hilfen abgeschnitten haben und gesagt haben, ja, die Republikaner im Kongress, die blockieren das. Und es offenbar jetzt auch keinen Nachbrenner bei den Demokraten zu geben scheint, der dafür sorgen könnte, dass da wieder ein bisschen Druck reinkommt. Nö, man sagt dann, ach, jetzt sollen doch die Europäer.
Und die Europäer, die sind auch ein bisschen schwach auf der Brust. Herr Scholz weigert sich im Gegensatz zu Frau Strack-Zimmermann, Taurus-Raketen zu liefern. Andreas, das ist ja auch auffällig, wie Scholz auf einmal zurückrudert und gar nicht mehr das große Lied der Militärausgaben für die Ukraine mehr singt. Ja, ich glaube, da geht es auch so ein bisschen in diese Kujat-Liga rein, weil diese Argumentationen mittlerweile nicht mehr vom Tisch zu wischen sind. Und Kujat hat ja auch ganz deutlich suggeriert, ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken, dass jeder Tote nach März 2022, also ein Monat nach der Militäroperation Russlands im Februar 2022, dass jeder, der gestorben ist danach im Krieg, auf das Konto der Personen geht im Westen, USA und so weiter, natürlich nicht die US-Amerikaner, sondern die Steuerer der US-amerikanischen Politik, wahrscheinlich oberhalb des Weißen Hauses, und die ganz eindeutig eben halt diesem Friedensabkommen nicht zugestimmt haben. Und das ist natürlich eine Aussage, da geht es um Hunderttausende Tote, Ukrainer, aber natürlich auch Russen, die natürlich nicht hätten sterben müssen, wenn dem denn so stimmt. Und da liegt jetzt etwas in der Luft, ein Damoklesschwert, was ganz schwer noch zu argumentieren ist, weil es sind persönliche Schicksale dahinter. Der Herr Budanow hat noch in einem anderen Punkt westlichen Angaben widersprochen. Ebenfalls vor laufender Kamera meldet ebenfalls Express.at, es seien keine ballistischen Raketen vom Iran nach Russland geliefert worden. Wörtlich wird er zitiert, es gibt keine. Nichts davon ist wahr. Er ist befragt worden zu Medienberichten über iranische Raketen. Und er sagt, ja, es seien sehr wohl Raketen von Nordkorea an Russland geliefert worden, allerdings nur in geringem Umfang. Und auch nur in geringem Umfang seien diese verwendet worden. Und wörtlich, dies trifft jedoch nicht zu, wenn es um groß angelegte Anwendungen geht. Fazit, sein Fazit, es wurden zwar einige nordkoreanische Raketen eingesetzt, Behauptungen über einen weit verbreiteten Einsatz indes treffen nicht zu. Ja, und das ist auch nicht ganz neu, weil vor anderthalb Jahren bereits die Diskussion schon mal darum ging, ob Iran nach Russland große Drohnen und so weiter und großes militärisches Gerät lieferte. Und man ist von beiden Seiten, sowohl von russischer als auch von der Seite der Iraner, ganz klar abgelehnt hat und hat gesagt, das ist nicht der Fall. Also nicht ganz neu. Interessant ist jetzt einfach nur, und das Neue, dass es jetzt ein ukrainischer Politikfunktionär des Geheimdienstes vor laufender Kamera bestätigt. Also da liegen die Nerven offenbar ganz blank im Moment. Ja, vielleicht steckt auch eine ganz zielgerichtete Strategie dahinter, das wissen wir nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall dürfte klar sein, dass es so, wie es in den letzten 2 Jahren ging, dass man die Ukraine überschüttet hatte mit Geld und Waffen, dass das offenbar zu versiegen scheint. Sind wir mal vorsichtig, auch wenn natürlich in Berlin einige Vertreter sitzen, die das ganz anders sehen. Wobei große Summen des Geldes natürlich auch, und das wissen wir, in bestimmte Kanäle verschwunden ist. Wir wissen von dem Schwarzmarkt der Waffen, wo die Waffen, die in die Ukraine geliefert wurden, vom Westen, sie auf dem Schwarzmarkt wieder verkauft wurden in andere Länder. Und man hat dann gemerkt, dass große politische Funktionäre in der Ukraine plötzlich im Ausland, ob das jetzt in Südfrankreich oder war, über gigantische Immobilienvermögen verfügten und so weiter. Also wir wissen, dass das Thema der Korruption in der Ukraine sehr, sehr groß geschrieben wird. Ist übrigens nicht von mir, sondern das können wir aus dem Jahre 2019 auch bei ARD-Dokumentationen und so weiter ganz sauber nachvollziehen. Übrigens scheinen deine Vermutungen nicht weit hergeholt zu sein, denn Express.at schreibt am Ende dieses Artikels auch: Warum kommen solche Richtigstellungen aus Kiew? Unzufriedenheit in Kiew mit der NATO könnte der Grund für den offenen Widerspruch sein, mutmaßen einzelne Beobachter. Zum Beispiel hat Politico, das ist ja eine US-Tageszeitung, vor kurzem getitelt: Selenskys spürbare Frustration nach 2 Jahren. Und weiter hieß es in dem Artikel, dass die Atmosphäre im Büro des ukrainischen Präsidenten ziemlich düster und die Frustration in den vergangenen Wochen spürbar gewesen sei. Also
scheint wohl in die Richtung zu gehen. Naja, wir haben jetzt neulich gehört, Klaus von Donani in einem Statement auf der Bühne, das hatte mich sehr beeindruckt, der hat das auf den Punkt gebracht. Wir sind in eine Situation gelandet, wo wir die Gefahr eines dritten Weltkrieges ganz klar spüren. Und wir können nur hoffen, dass es nicht kommen wird. Hoffen ist falsch, wir können nur alles dagegen tun, dass es nicht passieren wird. Und das geht nur durch Vernunft und eigene Gedanken und sich zu lösen von diesen ganzen Kriegstreibereien, auch der Massenmedien oder eben halt auch der Lobbyisten wie Zimmermann oder Kiesewetter. Das sind eben halt ganz dramatische Figuren, die unglaublich viel Kriegstreiberei eben reintreiben. Und das ist jetzt der Punkt. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise in der Ukraine jetzt die Auseinandersetzungen größer werden, weil dann natürlich auch viele Menschen, die ihre Lieben verloren haben, ihre Verwandten verloren haben, dann sich auch eventuell gegen die Regierung richten können. Das heißt, bürgerkriegsähnliche Situationen dort noch aufflammen könnten. Gleichzeitig sehen wir diese große Geschichte mit 90.000 Soldaten, die jetzt an der Ostflanke laufen. Sollte es also krachen, ist ganz Europa bedroht. Aber wer nicht bedroht ist, sind die USA. Und das hat Donani so schön gesagt. In jedem Weltkrieg, in keinem Weltkrieg genau genommen, sind in den USA Scheiben explodiert und haben geklirrt und sind zerscheppert worden. Ich möchte vielleicht auch noch mal auf eine Zuschrift eingehen, die wir kürzlich bekommen haben. Da hat jemand ziemlich empört geschrieben, ja, ihr bezieht überhaupt nie den Dritten Weltkrieg mit ein in eure Überlegungen. Und es muss doch mal darauf aufmerksam gemacht werden, so ungefähr. Tja, was ist dazu zu sagen? Also ich denke mal, die Berichterstattung von unserem Tisch hier aus, die geht eindeutig in die Richtung, dass es schwierig werden könnte für diese Welt. Wir sind aber dennoch nicht der Meinung, dass die Zeit für Panik gekommen ist. Denn Panik hatten wir in der letzten Zeit genug, was die Impfungen, eine mögliche Impfpflicht, eine mögliche schwere Krankheit, was weiß denn ich alles, was den Menschen an Panik und Angst eingebläut wurde mit Hammer and Dance Papieren. Und ich denke mal, Andreas, wir sehen das beide so, dass es gar nicht unbedingt sein muss, dass ein dritter Weltkrieg entsteht. Eher glauben wir es tatsächlich nicht, sondern dass das hier eine Menge Getrommel und Gerassel ist. Ja, wir müssen hier ganz seriös bleiben. Und auf der einen Seite gibt es Leute, die immer wieder mal schreiben, das sind wenige, muss man dazu sagen, ihr macht jetzt Angst. Auf der anderen Seite ist es so, dass man uns vorwirft, wir machen nicht genug Angst, indem wir darauf jetzt rumtrommeln. Nein, das werden wir nicht. Dieser dritte drohende Weltkrieg, keiner, der umgesetzt wird, das ist eben halt ein Risiko, was sich hoffentlich nicht konkretisiert, lässt sich abwenden durch Vernunft. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist wieder in Freundschaftsverhandlungen zu kommen, Nachbarschaftsverhandlungen zu kommen mit Russland, mit den baltischen Staaten und dann eben halt auch mit dem alten Kern Europa. Und dann lässt sich das Problem lösen. Ich bin sicher, dass einfach viel zu viele Menschen mittlerweile erkennen, dass es sich um eine Kriegstreiberei handelt, die ausschließlich dem Finanzsystem, sprich in diesem Fall der Rüstungsindustrie, jetzt dient. Die Pharmaindustrie war ja nun schon dran, jetzt ist die Rüstung dran. Jo, und wir kommen zum nächsten Thema. Wir haben nämlich einiges auf dem Programm. Der Montag ist immer ein bisschen schwierig, weil da natürlich ein Tag mehr Nachrichten noch auflaufen. Und naja, ich will hier nicht klagen, aber das Aussortieren und das Ordnen, das ist immer so eine Sache. Und hinterher, wenn so ein Podcast durch ist, dann hat man manchmal den Eindruck, hätten wir vielleicht das Thema noch mit reinnehmen können, sollen, müssen. Ja, das sind hier so unsere kleinen Nöte am Rande. Andreas, es gibt eine Meldung, die kommt aus Spanien und die hat uns aufhorchen lassen. Auf der deutschsprachigen Webseite nachrichten.es, ES steht für España, erfahren wir, dass sich mehr als 400.000 Spanier der gefährlichen Praxis des Iris-Scans, also im Auge die Iris wird gescannt, unterzogen haben, und zwar im Tausch gegen den WorldCoin-Krypto. Und du hast, als du das gelesen hast, nur mit dem Kopf geschüttelt. Ja, das kann man wohl sagen, auch wenn mich diese Hammelherden-Mentalität der heutigen Menschheit kaum noch schocken kann. Da habe ich doch jetzt in diesem Fall echt ein bisschen geschluckt. Der CEO von OpenAI, also AI für künstliche Intelligenz, der hat mit seinem
neuen Projekt WorldCoin die Welt der Technologie und künstlichen Intelligenz quasi erneut revolutioniert. Es geht darum, das weltweit größte Finanz- und digitale Identitätsnetzwerk zu installieren. Also die dystopische Welt schreitet hier in großen Schritten voran. Also im Einzelnen. In verschiedenen Einkaufszentren in Spanien hatten sich regelrecht Warteschlangen gebildet, um genau dorthin zu gelangen, wo man sich die Iris scannen lassen konnte durch eine sogenannte Kugel. Eine Kugel, die die biometrischen Daten des Empfängers sammelt. Das ist eine Aktion, die man den Nutzern dieser fragwürdigen Aktion honoriert hat. Es gab nicht Bratwurst oder sowas, sondern 60 Euro in Form der neuen Digitalwährung. Und da sind sie gesprungen. Ja, das Thema Bratwurst, der schoss mir auch gleich durch den Kopf. Als du mit dem Satz anfingst, habe ich gedacht, jetzt kommt gleich die Bratwurst. Nein, war sie nicht. 60 Euro waren es. Also in ganz Spanien haben sich bereits mehr als 400.000 Menschen jetzt ihre Iris scannen lassen, um diese digitalen 60 Euro dann abzugreifen. Übrigens, deren Wert sich jeden Tag ändern kann. Im November wurde mit 10.000 Scans der Iris pro Woche ein nationaler Rekord aufgestellt. Man fragt sich wirklich, ob die Menschen noch mitdenken. Mit der Verabschiedung der europäischen Gesetze über künstliche Intelligenz, da wird ein neues Gesetz geplant, das sich noch in der Entwicklung jetzt befindet und 2026 in Kraft treten soll. Und das konnte man umgehen von dieser Firma. Und so konnte man das WorldCoin auf den Weg bringen, dieses Projekt, ohne die in der Gesetzgebung angegebenen Parameter durchlaufen zu müssen. Man hat das also noch schnell vorher gemacht, bevor eine Regelung kommt. Im Rahmen dieses zukünftigen Gesetzes wird die Verwendung biometrischer Daten als mit einem hohen Risiko behaftet eingestuft. Also daher erfordern sie eine strenge und transparente Bewertung und Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes. Da brauchte man jetzt noch keine Rücksicht. Ja, es geht also um die Unsicherheit darüber, was mit den biometrischen Daten, mit den Iris-Bildern und den verschiedenen Informationen passiert. Die Benutzer dieser digitalen ID ja mit der Plattform zu teilen. Und das Unternehmen hat seinerseits versichert, dass die Fotos gelöscht werden, sobald die Iris gescannt und in einen Hash umgewandelt wurde. Was heißt das? Also mit Hash, damit meint man die Methode zum Generieren von sogenannten Schlüsseln, mit denen man dann eindeutig ein Dokument, eine Aufzeichnung oder eine Datei dann erstellen kann. Ob die Daten der Nutzer, die sich für 60 Euro ihre biometrischen Daten freiwillig scannen lassen, ob die wirklich gelöscht werden, das muss man dann halt glauben. Angeblich werden die biometrischen Informationen verschlüsselt und anonym gespeichert. Also, der Zugang zu dieser digitalen ID ist für Personen über 18 möglich. Und das Unternehmen hat versichert, dass sie das Alter der Benutzer überprüfen. Genau. Man versucht ja alles, diese Technik als völlig risikolos darzustellen. Das ist ja das, was auch von Frau von der Leyen in der EU immer wieder betont wird, dass man also sehnsüchtig auf dieses Ziel schaut, endlich die digitale Identität für die Menschen einzuführen. Dann gibt es einen Direktor für Europa des Unternehmens Tools for Humanity. Der Mann heißt Ricardo Maquiera. Und der hat erklärt, dass das Ziel darin besteht, eine Technologie zu entwickeln, die in der Lage ist, zwischen einem einzigartigen Menschen und einem Bot zu unterscheiden. Und dass WorldCoin nicht wissen will, wer jeder Benutzer ist. Und er wollte wahrscheinlich mit diesem Auftritt klar machen, dass biometrische Daten nicht mit Ausweisdokumenten, mit E-Mails, Telefonnummern in Verbindung gebracht werden. Andreas, du kannst vielleicht nochmal erklären, was man unter Bot versteht. Ja, also ein Bot ist nichts anderes als ein Computerprogramm, das man entworfen hat oder das entworfen wird, um Handlungen von Menschen durch automatisierte Aufgaben zu imitieren oder zu ersetzen. Das Wort Bot ist also nichts anderes als eine Abkürzung für Roboter. Vielleicht auch mal ganz interessant, viele werden das gar nicht wissen. Übrigens, in Bezug auf das Geld, das registrierte Benutzer erhalten, da wiederholte Herr Ricardo Maquiera, oder wie der gute Mann heißt, bei mehreren Gelegenheiten, dass WorldCoin die Benutzer
nicht für den Iris-Scan bezahlt. Diese finanzielle Belohnung besteht aus einem Token, einer von Ihnen geschaffenen Kryptowährung, die Sie in Geld umwandeln oder aufbewahren können. Wir haben über Token und Tokenisierung schon einige Male gesprochen. Ja, und es wird ja immer wieder argumentiert und beschwichtigt, dass ja jeder seine Daten jeden Tag im Internet verkauft, indem er da einfach erscheint. Der Unterschied scheint aber hier zu sein, dass es sich eben um biometrische Informationen handelt. Na ja, klar. Und deshalb ist die katalanische Regierung im Norden Spaniens, die haben natürlich vor dem Iris-Scan gewarnt. Informationen zur Iris-Erkennung sind besonders sensible personenbezogene Daten, sagen sie, deren Missbrauch zahlreiche Schäden natürlich verursachen kann. Und die spanische Datenschutzbehörde und die Generalität von Katalonien sind übrigens nicht die einzigen Behörden auf der Welt, die ein Auge auf WorldCoin und sein Iris-Scanning jetzt geworfen haben. In Deutschland untersucht auch die Finanzaufsicht BaFin. Und wenn die untersuchen, das will was bedeuten, denn das sind ja wirklich die hundertprozentigen Mainstreamigen. Und die untersuchen selbst die Aktivitäten des Unternehmens. Frankreich analysiert die Situation ebenfalls. Und Kenia hat WorldCoin sogar verboten, weil unklar ist, ob sie gegen das Gesetz verstoßen. Man sieht ja spannenderweise an den Datenschutzbestimmungen von WorldCoin, dass sie die Einschränkungen in ihrer Haftung für Sicherheitsverletzungen haben. Und obwohl sie ganz klar behaupten, keine Daten weiterzugeben oder zugeordnet zu speichern, frage ich mich, wozu dann diese Haftungseinschränkung? Das ist eine ganz interessante Frage. Man sieht hier ein Problem, dass jedes System natürlich verwundbar ist. Und das kann man auch immer vorschieben. Und das sagen wir auch, das sagen sie auch ganz offen in dieser Datenschutzerklärung. Mit anderen Worten, die absolute Sicherheit gibt es nicht, dass die Daten anonym bleiben. Allein das Thema der Cyberangriffe ist überhaupt nicht final abzusichern. Eigentlich geht es nicht um die Frage, ob, sondern wann das System verletzt wird. Naja, ob jeder, der seine biometrischen Daten über diese Iris-Scanning für 60 Euro verscherbelt hat, sich diese Hintergründe auch nur annähernd durchdenkt, sei dahingestellt. Ich erinnere an die Bratwurst. Aber die Bratwurst hat damals auch nicht jeder genommen. Es gab also neben diesem Massenkollektiv durchaus Selbstdenker, die eine solche Behandlung mit der Spritze verweigert haben. Und das ist das Gute, diese Menschen finden sich unter anderem auch hier bei uns im Kanal. Die haben sich irgendwann entschieden, selber zu denken, selber zu prüfen. Und das ist das, Andreas, was uns wirklich auch Hoffnung macht und was uns auch in dieser Zeit weiterbringt, weil wir erkennen, diese kleine Kraft, die auch ein Kollektiv darstellt, wie wir hier alle im Kanal, hat offenbar eine Wirkung. Denn vieles von dem, was wir berichtet haben, was alles ansteht und was passieren könnte und so weiter, konnte nicht kommen, weil sie vorher aufgeflogen sind. Und wir wissen, wie hoch die Durchdringung der Wahrheit mittlerweile auch ist. Wenn wir uns viele Videos auf YouTube oder sonst etwas mal angucken, BitChute und wie sie alle heißen, dann lohnt es sich oft, in die Kommentare reinzugucken. Deshalb verzichtet der Mainstream meist auch auf Kommentare, weil sie das gar nicht ertragen können, was die Leute dann nämlich schreiben. Und da hören wir natürlich und sehen wir auch die Argumentation der alternativen Sender, so wie wir, auch immer wieder. Und das sind große, große Stückzahlen. Und daran merkt man, dass die veröffentlichte Meinung der Mainstream-Medien nur noch wenig gemein hat mit dem, was die Leute wirklich denken. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Da ist auch schon wieder jemand aufgeflogen. Gestern haben wir noch berichtet, Andreas, die neue Miss Germany, die wurde ja jetzt dieses Jahr schon gewählt, im Januar oder war es jetzt im Februar? Ja, jetzt ganz kurz. Und die sieht erstens anders aus als die bisherigen Miss Germany. Sie ist nämlich iranstämmig und normalerweise hatte man immer so im Kopf, die sind blond und blauäugig. Manche waren auch dunkelhaarig und dunkeläugig, aber das ist jetzt hier. Also die neue Miss Germany, die heißt Apame Schönauer, ist 39. Ist auch ein Alter, wo eigentlich eine Miss Germany schon keine Miss Germany mehr ist, ehrlich gesagt. Aber es scheint ja alles anders zu sein. Und ich habe nur gesehen, wie du dich gestern mal ganz kurzfristig echauffiert hast, weil sie nämlich nicht eine Schärpe trug,
mit den deutschen Farben, Nationalfarben, sondern, das sag's selbst. Wo man doch sonst so viel Wert legt auf die Regenbogenfarben, also auf bunt, das ist so auf Diversität. Und da sehen wir plötzlich eine Dame, die mich eher so erinnert, das ist meine persönliche Meinung, wie jemand ganz normal ist, der durch die Fußgängerzone läuft. Also auf mich hatte sie jetzt keinen Eindruck hinterlassen, aber das ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Aber sie war natürlich nicht blond und hatte auch keine schwarz-rot-goldene Schärpe um, womit sie dann ihr Land repräsentiert, sondern es war alles in einem düsteren Outfit gehalten, auch nicht figurbetont und dann in einer schwarzen Trauerschärpe, als wollte sie Deutschland verabschieden, wie jemand, der in Trauer ist gegenüber einem geliebten Menschen, den er verloren hat. Und in diesem Fall ist es vielleicht das Land Deutschland. Also das war eine ganze komisch anheimelnde Situation für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, die mich wirklich geschockt hat ein bisschen. Anmutend. Anheimelnd wäre ein ganz schöner Zustand eher gewesen. Ich habe gerade gedacht, das ist falsch. Ja. Ich werde ja hier sofort, weißt du ja. Dafür sind wir ja da. Und jetzt meldet die Bild in der Überschrift: Macher, also die Miss Germany-Wahlmacher, kennen die Siegerin schon länger. Schummel bei Miss Germany-Wahl. Und was die hier berichten, das ist wirklich sehr erstaunlich. Das hätte ich nie gedacht. Also, na, letztes Wochenende ist die gewählt worden, nix Januar. Jetzt, am letzten Wochenende, ist die Apamee Schönauer 39 Miss Germany geworden. Doch im Publikum fragen sich viele Kandidatinnen verwundert, wie echt ist der Titel. Denn Bild berichtet, die Miss Germany-Macher und die frisch gekürte Siegerin stehen sich nahe, zumindest räumlich sehr auffällig, denn die bewohnen und bearbeiten das gleiche Großraumbüro. Und das Design dieser Räume, wo die Macher auch drin sind, das stammt von der Architektin Apamee Schönauer, die eben jetzt auch Miss Germany geworden ist. Und der Miss Germany-Chef Max Klemmer, der ist natürlich von der Bild befragt worden, der sagt, in dem Coworking-Space sitzen wir, da sitzt auch Appi. Aber Apamee hat sich beworben, ohne dass wir uns vorher kannten. Also wenn wir sehen, wie so alles abläuft, in der Politik, in der Ökonomie, mit der Schmiererei, mit den ganzen Ministerialdingen, ja, wo Gelder hin und her geschoben werden, aber auch in der beispielsweise im Sport, wenn wir uns ansehen, wie da Gelder verschachert werden für irgendwelche Senderechte an öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sind doch alles im Prinzip Dinge, wo jeder weiß, das läuft nicht mit rechten Dingen zu. Mittlerweile haben wir das Ganze auch bei einer Miss Germany-Wahl. Beim Wetter haben wir das ja mittlerweile auch schon. Das war ja früher etwas, wo man sagen konnte, okay, wir haben jetzt ein Problem mit dem Wetter. Warum macht keiner was dagegen? Wir machen heute mittlerweile, da haben wir das Geoengineering. Mit anderen Worten, eigentlich können wir davon ausgehen, dass so ziemlich alle Meldungen immer durchdacht werden müssen, ob sie denn auch wirklich stimmen. Ja, hier hat jetzt Bild selber recherchiert und hat gesagt, da stinkt was gewaltig. Also das ist meine Interpretation. Hier wird eine Kandidatin, die da auch mitgemacht hat, zitiert, die sagt wörtlich, wir sind schockiert. Wenn sie alles designt hat, dann frage ich mich, was da im Hintergrund gelaufen ist. Von allen Kandidatinnen hat Apamee immer am wenigsten gemacht. Und Apamee Schönauer, die ist auch gefragt worden, die neue Miss Germany. Und die sagt wörtlich, es gibt keinen direkten beruflichen Kontext und daher auch keinen moralischen Zweifel. In dem Coworking Space, also in diesem Großraumbüro, wurde ich aufmerksam auf Miss Germany, da die Leute im Büro darüber gesprochen haben. Miss Germany hat sich gewandelt. Das fand ich bemerkenswert und daraufhin habe ich mich beworben. Und sie will sich jetzt auf diese Mission fokussieren. Wörtlich sagt sie, als erste Miss Germany aus dem Iran möchte ich zeigen, dass Integration in Deutschland aktueller denn je ist und ich als Vorbild vorangehe. Mit anderen Worten, es geht um ein abgekatertes Politikum, wie es mittlerweile alles ist. Es geht überhaupt nicht mehr darum, wer ist jetzt der Schönste oder die Schönste. Und das haben wir in allen Bereichen. Wenn wir im Sport sehen, dann haben wir zum Beispiel Länder, die nicht genehm sind, die werden dann ausgeschlossen von der Olympiade. Oder wir sehen das bei der Eurovision Chanson Dingenskirchen beispielsweise, wo ganz klar politisch entschieden wird, wer ist beliebt, wer ist nicht beliebt. Da geht es überhaupt nicht um die
Gesangskunst beispielsweise der einzelnen Interpreten. Das heißt, mittlerweile ist wirklich alles zu einer Riesenshow verkommen. Es gibt gar nichts Ehrliches mehr, hat man das Gefühl. Ich finde auch spannend, Sie sind erwischt worden und setzen sich mit dem Hintern drauf. Ja. Also Sie möchten das gerne aussitzen, wie Frau Merkel das ja auch immer eindrucksvoll vorgemacht hat, oder Herr Kohl. Ja. Die haben aber auch dementsprechende Hinterteile gehabt. Ich weiß nicht, ob das bei Apame Schönauer so gehen wird. Ich habe nur bei einer der Meldungen, die das berichtet haben, habe ich den Kommentar eines freien Journalisten gelesen und den fand ich eigentlich ganz lustig. Der schreibt, auch wenn es skandalös anmuten mag, dass es sich tatsächlich um eine biologische Frau handelt, so sind doch zumindest der Migrationshintergrund und ihre Haltung überaus korrekt. Von hier aus einen herzlichen Glückwunsch und die Ankündigung, dass ich das nächste Mal ebenfalls teilnehmen werde. Ja, genau. Als Queer oder als sonst was, da gibt es ja mittlerweile viele Möglichkeiten. Also ich stelle mir jetzt mal vor, beispielsweise, dass in einem Land wie Simbabwe die Mrs. Simbabwe gemacht wird, gewählt wird, und das ist eine strohblonde, weißhäutige Frau im Prinzip, die so überhaupt nicht in das Land reinpasst. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das alles so hingenommen wird. Das ist nur in Deutschland möglich. Ja, vielleicht noch in einigen anderen sehr westlich orientierten Ländern könnte es auch sein, aber was in Deutschland inzwischen alles möglich ist, da fasst man sich wirklich nur noch verzweifelt an den Kopf. Ja, und es gibt noch eine Meldung, die hat Apollo News gebracht, und zwar aus der katholischen Kirche. Und die ernennen jetzt auf höchster Ebene, nämlich ein Beschluss der Bischofskonferenz in Augsburg war das jetzt, dass Weihbischof Ludger Schepers der erste Queer-Beauftragte der katholischen Kirche in Deutschland wird. Und man möchte einfach in der Seelsorge besonders auf die Bedürfnisse von queeren Menschen eingehen. Andreas, ja, ich will das gar nicht in Frage stellen, ob so viele queere Leute wirklich in die katholische Kirche gehören oder sich zugehörig fühlen. Also auf jeden Fall ist er jetzt, der Herr Ludger Schepers, der Weihbischof aus Essen, Beauftragter für queere Pastoral. Und tja, bislang gab es das schon in einzelnen Diözesen, aber eben nicht auf dieser hohen Ebene der Bischofskonferenz. Naja, also wenn wir sehen, dass 2023 auch auf dem Evangelischen Kirchentag vom Klerus, also Gott ist woke, gefeiert wird, der katholische Kardinal Marx und sein Kollege Wölki den Faschismus in der Kirche quasi dann auch befeuern, dann ist es natürlich schon wirklich eine ziemlich deutliche Situation. Der Unterschied zwischen 1989 in der DDR und heute in der Bundesrepublik ist eigentlich der, dass die Kirche der Hort und Ausgangspunkt von Bürgerrechten und Freiheitsbestrebungen war, während das heute in der Bundesrepublik nicht mehr der Fall ist. Ja, danke schön für deinen Kommentar an dieser Stelle. Wir kommen in die nächste Meldung und da werden wir mal wieder gewahr, was alles in Deutschland jetzt im Rahmen der Demokratie passiert. Also, es gibt eine Berliner Beratungsstelle, die heißt Entschwört. Und die fordert Menschen dazu auf, Familienmitglieder zu denunzieren, die Verschwörungserzählungen glauben oder die krude Videos teilen oder die Alternativmedien lesen. Tja, und wenn man sich jetzt fragt, welcher Think Tank, welche NGO hat sich das Projekt ausgedacht, dann wird man fündig, wenn man in die Regierung schaut. Denn das Projekt wird finanziert über das Programm Demokratie leben, und das kommt aus dem Bundesfamilienministerium von deiner Lieblingsministerin Lisa Paus. Naja, wir sind in einer Situation, wo Freiheit Unfreiheit bedeutet. Das kennen wir ja auch an der Situation der Majestätsbeleidigung, die wir haben. Also wir haben ja in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2024 ein Paragraphen 188 Strafgesetzbuch. Und da steht drin, wird gegen eine im politischen Leben des Volkes stehende Person
öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhaltes eine Beleidigung aus Beweggründen begannen, die mit der Stellung des Beleidigten im öffentlichen Leben zusammenhängen. Ich habe das gerade mal rausgesucht und ist in der Tat geeignet, sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren. So ist die Strafe bis zu 3 Jahren und Geldstrafe. Interessant. Das Ähnliches hatten wir in dem Paragraph 106 in der DDR. Das war die staatsfeindliche Hetze. Und da haben wir einen ähnlichen Text. Wer mit dem Ziel, die sozialistische Staats- oder Gesellschaftsordnung und so weiter zu schädigen und so weiter, wird eben auch bis zu 5 Jahren bestraft. Noch ein Stückchen weiter aus dem Jahre 1934. Da gab es im NS-Regime einen Paragraphen 2. Wer öffentlich gehässige, hetzerische oder von niedriger Gesinnung zeugende Äußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates oder der NSDAP und so weiter und so fort, der wird eben halt ebenfalls mit Gefängnis bestraft. Interessanterweise sehen wir hier die Strukturen der totalitären Entwicklungen. Mag ja sein, dass es zurzeit noch autokratisch wirkt, aber die Gefahr der Diktatur extrem groß jetzt reinkommt. Das sehen wir spätestens, wenn die Gesetze anfangen, sich voneinander abzuschreiben. Sehr interessant, was du hier ausführst, vor allem, wenn wir uns vorstellen, dass das, was Frau Paus im Familienministerium plant, ja in Wirklichkeit dafür geeignet ist, Familienfrieden zu zerstören. Also es gibt ja durchaus, davon kennen wir auch ein paar Familienmitglieder, die sind für und die sind gegen die Spritze gewesen. Die sind gegen Putin oder die sagen, nee, der ist nicht immer schuld. Und es ist einfach ein Korridor der freien Meinung, wo man sich dann irgendwann, weil man eine Familie ist, in der Mitte trifft und sagt, okay, wir machen jetzt eine Vereinbarung, wir reden über das Thema nicht mehr. Und dann redet man nicht mehr darüber und hat dann damit auch Zeit, über andere Themen zu sprechen und eben, man muss sich ja nicht entzweien über Meinungsverschiedenheiten. Was hier aber gemacht wird, ist, dass ein Stachel in die Familien getrieben wird von staatlicher Seite. Also hier heißt es zum Beispiel, der Verein fordert dazu auf, Familienmitglieder zu melden und entsprechende Personen aus dem Familienkreis auszugrenzen. Da heißt es, du bist überfordert, weil dein Vater dir krude Videos schickt und rassistische Verschwörungserzählungen im Familienchat teilt. Das ist zum Beispiel ein Text aus einem Werbevideo dieses Vereins. Weiter. Gefühle wie Ohnmacht und Kontrollverlust, wie beispielsweise während der Corona-Pandemie, können dazu führen, dass Menschen anfangen, an Verschwörungserzählungen zu glauben. Man hat also offenbar auch Angst davor, dass innerhalb der Familie und damit könnten vielleicht auch die großen Isolationen begründet worden sein intern damals zur Mikrobenzeit, dass jemand, der vielleicht unsicher ist, sich vielleicht sogar durch logische Erklärungen auf die Seite der sogenannten Verschwörungserzähler bringen lassen könnte. Ja, das ist tatsächlich Stoff auch für eine auch fast wissenschaftliche Analyse. Keine Angst, das werde ich nicht machen. Wir verstehen ja unter dem Begriff Primat in der Politik eine Vorrangstellung, also etwas, was an erster Stelle ist. Und wir sehen eines, wenn linksextrem das absolute Primat des Kollektivs, also der Gemeinschaft bedeutet, und rechtsextrem das absolute Primat des Individuums, dann ist das ein ganz wichtiger, bisher noch fehlender, logisch präziser Ordnungszugang im Prinzip, die noch fehlte, um überhaupt eine Sachbeschreibung zu machen. Das heißt, die Familie ist der Hort der Freiheit, ist der Hort der individuellen Entwicklungen und auch der sippenhaften Entwicklung. Sippe ist etwas ganz Wichtiges, auch wenn das so destruktiv dargestellt wird, weil das nämlich ein Familienkollektiv in kleinster Form, wo das Individuum an erster Stelle steht, tatsächlich widerspiegelt. Was wir aber wollen, sind die kleinen Zellen, wie die Familie, auflösen. Das ist das System, um sie in ein pauschales Kollektiv rüberzubringen. Das haben wir gehabt beispielsweise in der Sowjetunion. Die
Die Sowjetunion war ein ganz klar kollektivistisches, linkes System, aber nicht so linksextrem wie die Bundesrepublik. Zum Beispiel war es so, dass die Bauern ihr Land verloren haben in der Sowjetunion. Das musste dann alles in so einer Kolchose, in so einem staatlichen Gebiet dann eben halt der Allgemeinheit dienen. Aber die Sowjetunion hat jedem Bauern noch ein paar Acre oder ein paar Hektar Land gelassen, um sich selbst zu ernähren und für sich selbst vorzusorgen. Und es gab zum Beispiel auch in der Sowjetunion kein Fleischverbot oder eine Impfpflicht. Das sind auch ganz wichtige Dinge. Das heißt, wir haben heute eine Situation des Extremismus des Kollektivs, was weitaus größer ist, als es in der Sowjetunion der Fall war. Und das spiegelt sich alles hier wieder. Entschuldige, ich höre schon auf. Nein, es ist ja hochinteressant, was du erklärst. Und die Auflösung der Familie scheint ja ein schon lange priorisiertes Modell zu sein. Denn auch mein Kernthema, die Mutter-Kind-Bindung, mit dem ich 2006, 2007 in die Öffentlichkeit gegangen bin, was für einen Aufschrei, für meinen Rauswurf, Kerner-Sendung, viele kennen das ja schon, gesorgt hat. Meine Analyse war ja eben damals, wenn ihr das macht, wenn ihr die kleinen Kinder, die in den ersten 3 Jahren an die Mutter vor allem gebunden werden müssen, damit eine lebenslange Bindung zustande kommen kann, wenn ihr die trennt und die Kinder schon frühzeitig in fremde Hände gibt, damit die Mutter arbeiten geht, also erwerbstätig ist, um ihre eigenen Steuern und ihre eigene Sozialversicherung, ihre eigene Rentenversicherung einzuzahlen, mit anderen Worten, die soll arbeiten, damit Geld in die Staatskasse kommt, dann wird das in die Auflösung der Familie münden. Und Gorbatschow, weil du gerade Sowjetunion gesagt hast, Gorbatschow, der ja damals das Ruder nach dem Fall des Eisernen Vorhangs übernommen hatte, der hat in seinem Buch Perestroika, ich habe das Zitat jetzt nicht zur Hand, aber er hat sinngemäß gesagt, angesichts von über 40 Millionen Alkoholikern in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion, dass vornehmlich die Trennung der Mütter von ihren Kindern für diese Seelenverwahrlosung in diesen Ländern, russischen Ländern, in den Gussstaaten verantwortlich ist. Und Gorbatschow hat das angekündigt, übrigens, was der böse Putin gerade fortsetzt, nämlich dass Mütter die Möglichkeit bekommen, lange mit ihren Kindern zusammenzubleiben, der Staat bezahlt es, finanziert es, weil man dort weiß, in welche Richtung die Folgen gehen. Und wenn wir hier jetzt lesen, Andreas, dass man also in die Familien reingeht und Frau Paus also dieses Projekt mit viel Geld bezahlt, dann ist das ein weiterer Schritt in diese Richtung. Der AfD-Abgeordnete Tommy Tabor, der hatte das eine Meldung von News hier, von Julian Reichels Portal, und das wird hier zitiert, der hatte eben nachgefragt bei der Berliner Senatsverwaltung und demnach geht die genaue Höhe der staatlichen Zuwendungen aus dem Familienministerium unter Lisa Paus hier hervor. Von Juni 2021 bis Ende 2023 erhielt Entschwört, so heißt dieses Projekt, über das Bundesprogramm Demokratieleben 251.082 Euro. Dieses Jahr sind weitere 115.053 Euro geplant. Und wenn man wissen will, wie schnell man zum Verschwörungsideologen wird, dann sollte man sich das hier durchlesen. Angehörige teilen Inhalte von kruden Kanälen oder sogenannten Alternativmedien in Familienchats, halten sich nur noch auf YouTube und Telegram auf, heißt es dazu auf der Internetseite. Und deshalb sollen diese Menschen denunziert werden. Betroffene können sich zu einem Beratungsgespräch melden. Ja, man kann es kaum fassen. Man umschreibt hier im Prinzip den Kampf gegen die Vielfalt. Man spricht ja immer von der sogenannten Vielfältigkeit. Vielfältigkeit bedeutet viele unterschiedliche Individuen. Das ist Vielfalt. Familien sind unterschiedliche Keimzellen mit unterschiedlichen Ausrichtungen, unterschiedlichen Mentalitäten. Das ist Vielfalt. In dem Moment, wenn aber eben halt tatsächlich Vielfalt zur falschen Flagge verkommen ist und in Wirklichkeit die Einfalt
gepredigt und umgesetzt werden soll, wie wir es im Linkssozialismus hatten, sowohl im Dritten Reich als auch in der DDR, als auch in der Sowjetunion. Das waren ja alles linksextremistische Strukturen. Und da hat man eben halt dieses Kollektiv gesamt nach vorne gebracht. Die Kinder wurden ganz früh schon raus, die wurden möglichst auch dann separiert, ob das Sowjetunion war oder damals mit den Pimpfen und den Hitlerjugend und so weiter. Das waren alles Tendenzen gegen die Familie, die man gefahren ist. Und genau diese Situation sollte uns nachdenklich machen. Hier wird Einfalt im Prinzip oder Einfältigkeit gepredigt, aber unter dem Deckmantel, unter der falschen Flagge der Vielfältigkeit. Das ist das große Problem. Das ist wie eine Miss Germany mit einer schwarzen Schärpe, obwohl wir überall malträtiert werden mit Regenbogenfarben. Daran merkt man immer diesen totalen Widerspruch und die Paradoxie, die bei den Menschen natürlich auch chaotische Zustände erreichen, wenn sie nicht mitdenken. Ich habe hier das Zitat gefunden von Friedrich Engels, 1845 in seinem Buch Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Und es ist zu diesem Familienzerstörungsprogramm, ich meine Marxismus, Engels hat ja gemeinsam mit Karl Marx den berühmten Marxismus geschrieben und auch die Grundsätze des Kommunismus entwickelt. Und der hat wörtlich gesagt oder geschrieben: Die Beschäftigung der Frau in der Fabrik löst die Familie notwendig gänzlich auf. Und diese Auflösung hat in dem heutigen Zustande der Gesellschaft, der auf der Familie beruht, die demoralisierendsten Folgen, sowohl für die Eheleute wie für die Kinder. Eine Mutter, die nicht Zeit hat, sich um ihr Kind zu bekümmern, ihm während der ersten Jahre die gewöhnlichsten Liebesdienste zu erweisen. Eine Mutter, die ihr Kind kaum zu sehen bekommt, kann diesem Kinde keine Mutter sein. Sie muss notwendig gleichgültig dagegen werden. Da gibt es so viele Studien darüber, die das bestätigen. Und weiter heißt es, es ohne Liebe, ohne Fürsorge behandeln wie ein ganz fremdes Kind. Und Kinder, die in solchen Verhältnissen aufgewachsen, sind später für die Familie selbst gänzlich verdorben, können nie in der Familie, die sie selber stiften, sich heimisch fühlen, weil sie nur ein isoliertes Leben kennengelernt haben und müssen deshalb zur ohnehin schon allgemeinen Untergrabung der Familie bei den Arbeitern beitragen. Das ist das Zitat, Andreas, das ja beweist, dass die Kommunisten, die Sozialisten genau Bescheid wissen und genau wissen, was sie tun. Richtig, und genau das ist das Problem. Die Situation ist, dass eben halt diese Argumentation jetzt wieder mit rechts und links genau hier eben halt eine falsche Flagge auch wieder gemacht wird. Wir reden nur von Linksextremismus. Ob das nach 1933 war, das war ein linksextremistisches System, ob das die DDR war oder die Sowjetunion, das waren alles Linksextreme. Und ich sehe die große Gefahr, dass wir hier den Linksextremismus auch wieder erleben. Und genau hier sehe ich auch die extremen Auswüchse, die wir hatten, gerade was die Kindertrennung anbelangt. Ich denke da an Ceausescu und Rumänien. Das war eine furchtbare Situation, die man gar nicht beschreiben möchte. Aber die Kinder sind direkt nach der Geburt dann von der Mutter weggenommen worden, um dann im Prinzip systemgerecht dann erzogen werden zu können. Das Problem ist, sie sind alle innerhalb von kürzester Zeit gestorben, weil sie ohne die Mutterliebe überhaupt nicht leben könnten. Und es gibt irgendwann den Punkt, wo sie vielleicht körperlich, physisch überleben, aber seelisch dabei eben halt verenden. Und das sind diese Methoden, mit denen diese dunkle Energie mit den Menschen hier spielt. Im Prinzip, und wahrscheinlich hat man mich deshalb auch so gewaltsam versucht loszuwerden, wird ja klar, Andreas, wenn wir uns die ganzen politischen Systeme anschauen und die Strukturen, die gesellschaftlichen und den Arbeitsmarkt und Industrie und Wirtschaft, dass das Kernthema genau hier liegt. Ja, und ich merke das jetzt an den neuen Generationen. Ich habe ja gesehen, als Tucker Carlson in Russland war und hat dann dort berichtet von den jungen Menschen dort auch, die in der Stadt Moskau und in der Umgebung dann dort waren, Musiker, die klassische Musik gespielt haben in irgendwelchen U-Bahn-Stationen und so weiter, Menschen dazu getanzt haben und so weiter. Das heißt, diese Kultur, und diese Kultur repräsentiert für mich auch eine Stabilität der Menschen, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Ich sehe diese Gesichter, ich sehe diese klaren Augen, die dem Licht ausgerichtet sind. Und dann gucke ich mir im Westen an die taumelnden, zombifizierten, nicht alle,
viele taumelnde, zombifizierte Menschen, die dann durch die Fußgängerzone mit dicken Einkaufstüten dann taumeln und sich selbst schon längst verloren haben. So dick sind die Einkaufstüten gar nicht mehr. Das kommt dazu. Nächstes Thema. Also wir haben uns jetzt hier mal wieder ausgelassen, aber es scheint wirklich, wenn wir über alle Zusammenhänge nachdenken, hier eines der wichtigsten Themen berührt zu sein. So, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsverein Korrektiv. Oh ja. Ja, und zwar, da stellen sich wirklich einige Fragen, beziehungsweise werden sie auch beantwortet. Und hier muss ich jetzt wirklich sagen, ein Lob wieder den alternativen Verschwörungsmedien wie News, wie Apollo News. Oder diese Meldung kommt sogar aus dem Mainstream hier, jetzt mal langsam, von der Berliner Zeitung. Denn wir sind wieder bei diesem sogenannten Geheimtreffen. Potsdam, Villa, wie hieß die? Ja, auf jeden Fall wurde das Ganze ja als Landhaus Adlon, genau so hieß das. Und hier heißt es jetzt in der Überschrift schon bei der Berliner Zeitung, Korrektiv vor Gericht, fiel die Regierung auf einen Bluff der Rechercheure rein. Und dann heißt es, der Bericht zum Geheimtreffen war auf maximale Außenwirkung ausgelegt. Jetzt steht Korrektiv vor Gericht und die Politik vor einem Dilemma. Und dann folgt die Analyse, kommt also, das war der 10. Januar, da kam der große Knall. Wochenlang hatte das Medienhaus Korrektiv an einer Recherche gefeilt, in der sinngemäß zu lesen ist, rechtsextreme, solvente Unternehmer und Politiker aus AfD, CDU und Werteunion sollen im November vergangenen Jahres in Potsdam einen Masterplan Remigration zur Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund besprochen haben, und zwar aufgrund rassistischer Kriterien. Die Autoren strukturierten ihre Recherche wie ein Theaterstück, führten sie eine Woche als szenische Lesung am Berliner Ensemble auf. Und der Bericht hat natürlich seine Wirkung nicht verfehlt, nicht zuletzt, weil die Autoren Andeutungen in den Text eingebaut hatten, wonach man die Gespräche der Rechten in Potsdam in Beziehung zum Nationalsozialismus setzen könne. Da griffen dann führende Politiker der Bundesregierung den Bericht kurze Zeit später auf. Tagesschau berichtete hoch und runter, alle anderen auch. Und zum Beispiel hat Bundeskanzler Scholz einen Tag nach Erscheinen der Recherche gewarnt vor wörtlich Fanatikern mit Assimilationsfantasien. Und Innenministerin Faeser hat den Teilnehmern des Potsdam-Treffens sogar bewusst NS-Ideologien zu verfolgen vorgeworfen. Und ein Wochenende danach sind Millionen Menschen deutschlandweit auf die Straße gegangen. Und die Berliner Zeitung sagt, jetzt steht die Recherche aber vor Gericht. Die Pressekammer des Landgerichts Hamburg soll über zwei Anträge auf einstweilige Verfügung entscheiden. Und die Kläger sind der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau, der am Treffen in Potsdam teilnahm, und ein Unternehmer, der im Korrektivtext als Spender des Potsdamer Treffens namentlich genannt wird, aber der seinen Namen nicht in der Presse lesen will. Nun hast du gleich am Anfang gesagt, ob die Regierung sich hat da übertölpeln lassen gewissermaßen durch Korrektiv. Haben die gesagt, das ist das von der Berliner Zeitung. Aber wir wissen ja natürlich auch heute, dass Herr Scholz ja noch bevor dieses Treffen überhaupt stattfand, Treffen mit Korrektiv hatte. Mit anderen Worten, hier die Frage sich stellen muss, wie weit ist die Komplizenschaft zwischen der Regierung und Korrektiv und dem Bundesverfassungsschutz? Und dann wird wahrscheinlich eher ein Schuh daraus, dass hier eine Inszenierung regelrecht gemacht wurde, um eine Situation in Anbetracht der Tatsache, dass es übrigens keine Wortdokumente, Tondokumente bisher gibt, die veröffentlicht wurden, gehe ich mal fast davon aus, dass man nichts gefunden hat, was das Ganze dann auch belegen würde. Denn sonst könnte man ja auch mal irgendwelche Tondokumente durchstechen. Da sind die doch immer ganz weit vorne, wenn es darum geht, solche Daten nach außen zu bringen. Nichts dergleichen ist da. Zweitens, der überwiegende Teil waren übrigens CDU-Leute, weniger AfD als CDU-Leute. Passt natürlich jetzt auch dummerweise überhaupt nicht ins ganze Spiel. Also unterm Strich gesehen ist es so, eine abgekaterte Sache, die ich hier rein interpretiere und aus meiner Sicht auch in Verbindung mit den Medien. Ein ordentliches, seriöses Medium.
Und ich denke mal, viele Hunderttausende lesen ja zum Beispiel den Spiegel noch. Millionen sind es nicht mehr. Wenn es Leute gibt, die eben seriöse Informationen brauchen, dann gehen sie auf den Spiegel nun auch nicht mehr so richtig zu. Das sehen wir ja an den rücklaufenden Zahlen, die die haben. Aber unterm Strich gesehen sind die mehr oder weniger in diese ganze Geschichte eingestiegen und haben das Ganze inszeniert. Das heißt, Medien, Politiker, Kapital, all das, was dahinter steht. Und das sind eben halt die Definitionskriterien für bestimmte Zustände, die wir finden in der Politik. Wir würden gar nicht so oft darauf herumreiten, wenn nicht damit verbunden wäre eine massive Weichenstellung. Denn wie gerade berichtet, eine Woche danach oder am Wochenende danach sind bereits Millionen Menschen auf die Straße gegangen, rechts zu demonstrieren. Frau Faeser schlägt neue Gesetze vor und sagt, genau wegen dieser Leute, die sowas machen, müssen wir die Gesetze ändern. Das heißt, sollte es zufällig gekommen sein, passt es wunderbar in den Kram. Sieht aber nicht danach aus, dass das alles Zufall ist. Das ist meine persönliche Meinung. 7 eidesstattliche Versicherungen gegen Korrektiv bzw. die Berichterstattung. Korrektiv hat inzwischen 8 gleichklingende eidesstattliche Versicherungen bei Gericht vorgelegt. Da ist überhaupt nichts davon zu lesen, was Vertreibung von Millionen aus rassistischen Gründen angeht. Das waren nämlich die Zitate. Dort wird nur bestätigt, heißt es hier, dass der österreichische Identitäre Martin Sellner gesagt habe, beim Thema Remigration seien Asylanten nicht Staatsbürger und Staatsbürger, die nicht assimiliert sind, die Zielgruppen. Und letztere seien aufgrund rechtlicher Grenzen das größte Problem, weshalb Sellner wörtlich maßgeschneiderte Gesetze und einen hohen Assimilations- und Anpassungsdruck vorschlägt, um sie dazu zu bewegen, selbst das Land zu verlassen. Das sind ja auch Vorschläge, die inzwischen aus skandinavischen Ländern in die Gesetze eingebracht worden sind, um eben diesem hohen Migrationsdruck zu widerstehen. Und von Vertreibung von Millionen oder gar Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund, was eben das gewaltsame Fortschaffen von Menschen suggeriert, steht in diesen eidesstattlichen Versicherungen bei Korrektiv kein Wort. Ebenso wenig wird aus den eidesstattlichen Versicherungen der Korrektivautoren nicht ersichtlich, wie aus dem Vortrag einer Person und den Zwischenrufen und Wortmeldungen einzelner Personen ein gemeinsamer Geheimplan gegen Deutschland abzulesen ist. Das war es ja, was dann insinuiert wurde. Also wäre die führende Politik und die Massenmedien nicht daran interessiert, eine Spaltung in das Volk reinzubringen, hätten sie ganz anders reagieren müssen. Sie hätten sagen müssen, Moment mal, was habt ihr da konkret besprochen? Und dann wäre eventuell rausgekommen, dass es nicht darum geht, deutsche Staatsbürger eventuell rauszubringen aus dem Land, weil sie sich widerrechtlich aufgehalten haben oder auch widerrechtlich ihre Staatsbürgerschaft erschlichen hatten. Darum geht es natürlich auch. Wenn jemand widerrechtlich seine Staatsbürgerschaft erschlichen hat, dann ist das ja ein Straftatbestand und dann muss man damit anders umgehen, als wenn einer regulär ganz normal Deutscher geworden ist. Übrigens im Interesse auch der vielen Ausländer, die nämlich regulär Deutsche geworden sind. Das heißt, hier werden ja auch im Prinzip in Bausch und Bogen viele wieder über einen Kamm geschoren. Und genau darum geht es. Es geht darum, die Frage zu stellen, wen meint ihr? Wer hat das Recht, Asyl zu beantragen und vor allem, wer das Unrecht hat. Und wer das Unrecht hat, nimmt ja eventuell den Platz weg für einen, der das Recht hätte, für den aber kein Platz mehr da ist. All diese Dinge hätte man besprechen können, macht man aber nicht. Also geht es doch nur um die Spaltung. Ja, und Apollo News beweist hier, dass zum Beispiel Korrektiv heimlich entscheidende Aussagen zu der sogenannten Potsdam-Recherche gelöscht hat auf dem Portal. Und da wurde zum Beispiel das Wort Ethnie aus dem Artikel entfernt, ohne Kennzeichnung. Das gehört ja zum journalistischen Standard durchaus dazu, dass man dann anschließend schreibt, wurde im Nachhinein geändert. Haben sie nicht gemacht, haben gedacht, sie kommen damit durch, sind sie nicht durchgekommen. Das Problem ist, wer berichtet darüber? Es ist also bundeslandesweit über alle Kanäle, Tagesschau, heute,
Spiegel und so weiter, halt die ganzen Hofberichterstatter, gemeldet worden, was also diese bösen Rechtspopulisten dort angestellt haben, was aber keinen Bestand hat und vor Gericht nicht halten kann. Und die Tagesschau sogar, und das ist jetzt hier ein Artikel, das hatte wer veröffentlicht, sage ich euch auch gleich, Reitschuster. Ja, und da heißt es zum Beispiel, dass bei der Klage des Staatsrechtlers Ulrich Vosgerau, der ja bei diesem Geheimtreffen dabei war, der ja gegen Korrektiv jetzt klagt, haben eben 7 der Anwesenden an Eidesstatt dementiert, dass es bei dem Treffen um einen Masterplan gegangen sei. Und ohne die Wiederholung und Verstärkung durch die reichweitenstarken Mainstream-Medien hätten die Behauptungen von Korrektiv niemals, sagt Reitschuster hier, eine solche Breitenwirkung erzielen können. Allen voran die ARD-Tagesschau, die bereits am Tag des Erscheinens des Korrektivberichtes Geheimplan gegen Deutschland, das war am 10. Januar, einen detaillierten Bericht dazu brachte von Kilian Pfeffer inklusive eines Interviews mit Staatsrechtler Ulrich Vosgerau. Das scheint wie so eine generalstabsmäßig organisierte Aktion gewesen zu sein. Da hat die ARD also am 10.01. getitelt, AfD-Politiker diskutieren offenbar Vertreibungsplan. Und die Tagesschau behauptete, es sei im Landhaus Adlon um einen Vertreibungsplan bzw. einen Masterplan zur Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland gegangen. Und in der Tagesschau wurde Korrektiv-Chefredakteur Justus von Daniels mit der Aussage zitiert, es sei im Gästehaus am Lenitzsee darum gegangen, wie man mit Deutschen umgeht, die einem nicht passen. Andreas, es wird immer mehr offenbar klar, dass da noch viel mehr Gewerke zusammengearbeitet haben, weil die können das so schnell nicht bringen am selben Tag, wenn da nicht was vorbereitet gewesen wäre. Ja, das Interessante dabei ist eigentlich, dass wir erkennen, dass trotz dieser neuen Informationen weiterhin Korrektiv nicht sofort sämtliche Gelder gestrichen bekommt, Strafverfahren im Prinzip eingeleitet werden, wegen der nicht vorhandenen journalistischen Sorgfaltspflicht. Korrektiv ist also aufgeflogen als linksextremistisches Portal, die nichts anderes zu tun haben, als bestimmte Interessen zu vertreten, mit Journalisten überhaupt nichts zu tun haben. Und sie setzen da sogar noch einen drauf und sagen, sie sind sogenannte Faktenchecker. Also das ist ja das eigentlich absolut Absurde. Also je krummer man wird, desto höher werden irgendwie die Ehren auch noch ausgebracht. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die öffentlich-rechtlichen Medien absolut nicht reformfähig und reformwillig sind. Und das ist ein Zeichen dafür, dass diese ganzen Dinge nicht mehr auf Dauer halten können und das Volk irgendwann auf die Straße geht. Denn die werden verpflichtet, mit Steuergeldern Korrektiv und mit Gebühren eben halt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter zu finanzieren. Das muss ein Ende haben. Ja, du hast recht, die sind nicht reformfähig. Also ich meine, die Tagesschau-Leute haben jetzt so viele Jahre, so viele Gegenwinderfahrungen sammeln müssen aus allen möglichen Bereichen, genauso wie der Spiegel, genauso wie alle anderen. Und wenn du dann siehst, wie sie die Fälle in ihrem eigenen Haus immer wieder aufarbeiten, dann ist von Einsicht wenig zu spüren. Und Reitschuster zeigt dir nochmal die Verbindungen auf, die hochinteressant sind. Warum wusste die ARD-Tagesschau, fragt er offenbar bereits vor Erscheinen des Korrektivberichtes am 10.01. ausführlich Bescheid, sodass sie im Vorfeld sowohl Ulrich Vosgerau wie Justus von Daniels interviewen konnten? Die Antwort könnte in gewissen personellen Verflechtungen liegen, die bereits seit über 20 Jahren zwischen den verantwortlichen Personen und beteiligten Redaktionen bestehen. So bestehen enge Verbindungen zwischen Korrektiv und dem Norddeutschen Rundfunk. Da wird übrigens die Tagesschau produziert. Mhm. Und über den Verein Netzwerk Recherche, auch unter der Schirmherrschaft des NDR, sowie dem Rechercheverbund NDR-WDR-SZ, steht für Süddeutsche Zeitung. Und verantwortlich für die Tagesschau ist die Gemeinschaftsredaktion ARD aktuell angesiedelt beim NDR in Hamburg.
Und es werden noch in diesem Reitschuster-Artikel viele andere Verflechtungen und Verbindungen hergestellt. Es wird vor allem hier auch klar gemacht, dass ja vorletztes Jahr, in einem NDR-Bericht enthüllt wurde, dass viele Redakteure beim NDR Alarm geschlagen haben vor einem politischen Filter und haben gesprochen von einem Klima der Angst im Funkhaus des NDR. Ich habe das alles noch gut im Kopf, weil das Funkhaus im NDR war ja mein Funkhaus über viele Jahre. Und die Protagonisten, die da immer genannt werden, die kenne ich natürlich alle persönlich. Und wenn ich mir das jetzt angucke, in was die so verstrickt sind, wird mir ganz schlecht, beziehungsweise ich könnte jubeln, dass ich nicht mehr dazugehöre. Ja, das kannst du wohl. Und ich denke da an Herrn Trump, der damals gesprochen hat in den USA von dem Sumpf, der trocken zu legen ist. Und jetzt haben wir dasselbe im ganz kleinen Bereich auch. Das, was wir hier beschreiben, Korrektiv, ARD, Schmierereien, Angst im Prinzip von den Mitarbeitern, dass die Wahrheit rauskommt und so weiter und so fort. Das ist ein Sumpf ersten Ranges. Und jetzt kommt dazu, dieser Sumpf ersten Grades wird finanziert zwangsmäßig durch eine Regierung, durch zum Beispiel den Warburg-Kanzler Herrn Scholz. Und das sind natürlich alles Dinge, wo überall die Kriminalität immer irgendwie mitschwingt und das passt alles zusammen. Wie lange wollen die noch durchhalten? Ja, und es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange angekommen, wenn wir die Verflechtung von Korrektiv weitersehen. Denn also wir wissen, die werden aus den Ministerien finanziert. Sie haben ihre, ich sag mal jetzt in Anführung, Spione in den Funkhäusern sitzen und so weiter. Und hier gibt es eine Meldung, die weiteres Licht ins Dunkel bringt. Die kommt von News. Und da heißt es also, dass eine Korrektivjournalistin für den Verfassungsschutz einen Workshop gegeben hat. Und der Titel: Impfung gegen Fake News. Unglaublich, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen. Da gibt es welche, die sich Faktenchecker nennen, die dann letztendlich den Bundesverfassungsschutz dann auch noch ausbilden. Es ist ja wirklich nicht zu fassen. Also wenn das kein Sumpf ist, dann weiß ich nicht was. Das ist ein tiefer Morast. Ja, und rausgekommen ist das Ganze, weil AfD-Politiker live Erik Holm per schriftlicher Anfrage das Innenministerium gefragt hat, dem das Bundesamt für Verfassungsschutz unterstellt ist, ob es zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 12. Februar 2024 Treffen, Kontakte oder Gespräche zwischen Vertretern des Bundesamts für Verfassungsschutz oder anderen Sicherheitsbehörden und Mitarbeitern des Korrektivnetzwerks gab. Und wenn ja, wann und aus welchem Anlass das stattgefunden hätte. Und die Bundesregierung antwortet, demnach steht Korrektiv für wörtlich unabhängigen, faktenbasierten Journalismus. Und dabei ist diese Unabhängigkeit aufgrund der finanziellen Abhängigkeit von der Bundesregierung schlicht und ergreifend eben nicht gegeben. 2,5 Millionen Euro staatliche Förderung erhielt Korrektiv seit 2014, 373.000 Euro aus dem Ministerium alleine. Das bedeutet, die Bundesregierung, so schreibt es News, finanziert sich mit Korrektiv ihren eigenen Journalismus, verweigert aber die Auskunft über mögliche Treffen. Die Frage danach ist begründet: Mobilisierte die Regierung für die Demos gegen rechts, die durch eine suggestiv verfasste Publikation Korrektivs ausgelöst worden waren, die vermeintliche Deportationspläne enthüllte? Ja, das ist schon wirklich ganz spannend, was wir hier gerade erleben. Die organisierte Kriminalität, die wir ja aus mafiösen Strukturen kommen, die zeichnet sich ja durch eine arbeitsteilige Arbeit aus. Da gibt es welche, die spähen den Tatort aus, dann gibt es welche, die dringen dann ein, dann gibt es Spezialisten, die den Tresor aufmachen, welche, die die Hehlerware verkaufen, einer, der den Fluchtwagen fährt und so weiter. Das ist die arbeitsteilige organisierte Kriminalität. Mich erinnert das Ganze an eine Regierung. Mich erinnert das Ganze an ein Medienportal, die noch zwangsfinanziert werden, öffentlich-rechtlich, und die großen Massenmedien, die über große Anzeigen mitfinanziert werden. Wir sehen da sogar einen Faktenchecker, der finanziert wird, der sich jetzt als wirklich äußerst kritisches Moment herausstellt, auf jeden Fall alles andere als eben journalistisch arbeiten. Und wenn wir dieses ganze Ding sehen,
Und jetzt stellen wir fest, wodurch kommen diese Dinge hoch? Und dann heißt es, ein AfD-Mann hat eine Anfrage gestellt. Dass die natürlich aufgescheucht in diesem Kollektiv dieser Organisation sagen, wir müssen diese Nachfrager pauschal gesichert als rechtsextrem einstufen, damit die wegkommen. Dann wird das doch logisch, wo die Motivation herkommt. Mir wird wirklich schlecht. Also Bundesfamilienministerium geht in die Familien rein, dass sich die Familienmitglieder gegenseitig denunzieren sollen. Und Korrektiv arbeitet ganz offensichtlich mit den großen Mainstream-Medien und den Bundesministerien zusammen, um eine gewisse Atmosphäre im Land herzustellen, die gegen rechts und gegen rechts und gegen rechts ist. Und die letzte Meldung für heute, und dann kriege ich auch echt hier bald keinen Atem mehr, kommt von Apollo News. Und demnach gibt es ein neues Projekt bei Korrektiv und das heißt No Fake. Das sagen die Richtigen. Andreas lacht auch laut. Hier sollen also KI-Systeme, also künstliche Intelligenzsysteme, Fake News erkennen und bei der Bekämpfung helfen. Insgesamt 1,33 Millionen Euro Fördergelder bekommt Korrektiv dafür von der Bundesregierung. Und was schreibt Korrektiv in seiner Ankündigung zu diesem Faktenchecker-Projekt No Fake? Manipulative Falschinformationen untergraben die Demokratie und gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja, und das Vorhaben, das ist 2022 von Korrektiv gemeinsam mit der Ruhr-Universität Bochum und der Technischen Universität Dortmund gestartet worden, will gegen solche Fake News nun mithilfe von künstlicher Intelligenz vorgehen. Und menschliche Faktenchecker würden diese KI-Systeme dann für Faktenchecks verwenden. Also wenn wir von menschlichen Faktencheckern sprechen, sind das die Korrektiv-Faktenchecker. Und man möchte auch engagierte Bürger einbinden, die nun selbst als Crowdworker Fakten checken. So beschreibt es Korrektiv. Und in einem Korrektiv-Faktenforum würde dann die menschliche Intelligenz der Crowdworker mit künstlicher zusammenkommen. Und diese Crowdworker, die werden zuvor von Korrektiv geschult. Ja, und wenn man dann an den Artikel 20 Absatz 4 des Widerstandes denkt, wo es dann heißt, wer also die Strukturen eines gesetzlichen Staates, eines Rechtsstaates eben halt gefährdet und dass man dann in den Widerstand gehen kann, zum Beispiel durch Verweigerung der Steuerzahlungen. Aber da spätestens merkt man dann, in einem Rechtsstaat ist Widerstand nicht nötig. In einem Unrechtsstaat ist Widerstand nicht möglich. Das heißt, es geht eben halt leider nur auf dem Weg der Straße und des tatsächlichen außerjuristischen Widerstandes. Es ist wirklich ein Drama, was wir hier gerade erleben, in dieser historischen Form. Übrigens ein weltweites Problem. Und das stellt natürlich dann auch die Systemfrage. Und die wird immer mehr in den Vordergrund kommen. Ja, und nochmal, also ganz wichtig, dieser Betrag von 1,33 Millionen, dieser Betrag kommt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und das sind 100% der Förderung. Das heißt, es ist ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das zwar an den Universitäten angesiedelt ist. Das heißt, Andreas, man gibt den Verbündeten diese Aufträge, man gibt ihnen das Geld, das die Steuerzahler dann auch abdrücken müssen, um ein neues Fake News Portal zu entwickeln. Die Steuerzahler müssen quasi zur Kasse gezogen werden, damit sie eine Organisation bezahlt, die sie weiterhin belügen. Und bisher haben sie es getan. Lug und Betrug und das Ganze zwangsfinanziert. Ein geniales Spiel eines gefährlichen Systems. Ihr Lieben, das war's. Wir bitten euch trotzdem, einfach in eurer Kraft zu bleiben, denn wir listen eigentlich nur auf, was hier so alles schief läuft, damit Licht rein kann, damit jeder sich seine Gedanken darüber macht und seine aufbauenden Kräfte für den Aufbau von morgen mit verursacht. Ganz klar. Und wer gerade steht und richtig steht, der hat nichts zu befürchten, denkt immer daran.
Wir wissen alle, woran wir sind, wenn wir uns diese Nachrichten anschauen. Ciao, bis später.